Endlich ist er da, Freunde, der Vlog zum Community-Trip 2024. Ihr wisst es schon, wir waren in zwei US-Städten, Miami und Orlando. Wir hatten vier sehr, sehr geile Matchups. Wir haben die Celtics gesehen, die Sixers gesehen, Grizzlies, Heat, Magic, alle möglichen Teams, kranke Spieler. Ich durfte selber mal aufs Feld, das war sehr, sehr krass. Kommt alles in den Vlog mit einem Kollegen aus der Community zusammen. Wir waren in Malls, wir waren in Vergnügungsparks, wir haben gut gegessen, wir haben diese vier NBA-Games gesehen, wir sind mit dem Zug von Orlando nach Miami gefahren. All das findet ihr heute in diesem Vlog und wir schalten jetzt direkt zu den ersten Bildern nach Orlando. Aisha hat uns einfach einen Bus besorgt und jetzt geht's hier für uns zum Magic Game. Alrighty. Man muss hier dazu sagen, Freunde, dass wir unglaublich Glück hatten, Embiid überhaupt noch zu sehen. Er hat ein paar Tage später dann seine 70 Punkte gemacht, aber wie wir leider wissen, dann halt auch die Verletzung gab, die ihn jetzt für mehrere Monate, vielleicht sogar für den Rest der Saison, raustun wird. Und es war wirklich mit der beeindruckendste Spieler, den wir auf diesem Trip gesehen haben. Oh. Pull up. Yeah, and one. I'm sorry he didn't play a lot tonight. Either one of them. I don't know if they were ill or. Yeah, one is injured. I'm telling you, they're my favorite, really? Along with Cole Anthony. Die haben hier Schuhe von Shaq und die sind ein bisschen groß. Kann man? Ah, nee, es kommt nicht rüber leider. Aber sie sind riesig. Drauflegen? Ja, so viel. Ich glaube, so kommt es ganz gut rüber. Crazy. Ich muss kurz was festhalten. Das hier ist tatsächlich heute mein Outfit für Orlando. Ich habe ein T-Shirt an, ein Longsleeve, noch ein T-Shirt, ein Hoodie und eine Mütze. Und das, obwohl dieses freaking Wetter uns hier eigentlich zeigen würde, so ey, schönster... Erstmal, das sieht mega geil aus. Aber als wäre heute der schönste Tag, als wären heute 30 Grad. Aber nein, es sind heute einfach 14. Morgen sind es wieder 20, danach wird es sogar bis zu 28. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Universal Studios und es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir hier irgendwas laufen. Normalerweise gibt es auch nicht wirklich Gehsteige hier in der Gegend, aber da sind einmal Nico und Felix, laufen voran und hier direkt wieder vier fünfspurige Straßen in die eine und in die andere Richtung. Und da ist ein Giannis-Fan. Let's go! Wir sind jetzt hier in dieser Brücke und hier ist Universal Studios. Da ist die Gang. Wir haben Tim dabei, wir haben Flo dabei, wir haben Jesse dabei, wir haben Aisha dabei, Felix und Nico. German Gang ist am Start. Und Austrian Gang. Felix ist aus Österreich. Wir sind jetzt wirklich hier am Eingang, Universal Studios Florida. Geil, Mann. Guckt ihn euch an, ey. Optimus Prime. So sieht das hier im Moment aus und das wird unser erstes Ride. Hier ist richtig so eine Ansage gerade vom Colonel. Haben wir gerade unseren Gameplan, was wir jetzt hier machen müssen. Mein Boy Bumblebee redet. Bin gespannt, was unsere Aufgabe wird. Da ist mein Boy Optimus Prime. Hey, solange er hier ist, kann uns nichts passieren. Okay, let's go, jetzt geht's los hier. 3D-Brille haben wir auch. Oh shit, let's go. Was geht ab, Freunde? Wir retten jetzt Optimus Prime, den Allspark. Und alles andere, was mit Transformers zu tun hat.
wir machen halt solche Rides nie. Ich war seit bestimmt 10 Jahren in keinem Vergnügungspark mehr. Das hat mega Bock gemacht. Oh, shit. Wir sind in der Winkelgasse, Freunde. Wir sind in der Winkelgasse. Okay, das ist wild. Boah. Da hinten ist Gringotts. Ja, komm, wir holen uns mal dick Cash jetzt aus Harrys Verlies. Harry hat auch ohne Ende Cash gestackt von seinen Eltern. Weil er hat sich das aber nie wirklich geholt, außer er will so ein bisschen protzen vor Ron im Hogwarts Express vor der Süßigkeiten-Lady. Lass mal schnell sein Verlies plündern. Und dann holen wir uns auch noch den Stein der Weisen. Licht bitte. Schlüssel bitte. Oh shit, Freunde, wir sind bei Gringotts. Siehst du, ja, boah, da sind sie gerade im Flugboot. Oh shit. Das ist crazy, Alter. Ich liebe Harry Potter. Also, wir warten hier gerade in Gringotts. Währenddessen beten wir, dass die Bugs hier nicht gegen die Pistons verlieren. Weil das wäre eine absolute Katastrophe. Die Jungs gucken auch. Aber das kannst du keinem erzählen, ey. 7 Minuten vor Ende und wir sind 2 hinten gegen die Pistons. Zirpende Grille. Ey, das ist so ein Tease, Mann. Die haben die Achterbahn jetzt zwar auf und die Waggons fahren, aber nur ohne Leute drin. Und wir wollen das die ganze Zeit fahren, aber die machen das nicht auf wegen des Wetters. Wo wir uns jetzt denken, Leute, mittlerweile ist hier wirklich strahlender Sonnenschein. Es ist wahrscheinlich so, weiß ich nicht, 14 Grad, 15, 16 Grad. Ich weiß nicht, was für Wetter die brauchen, damit man hier Achterbahn fahren kann, aber wir dürfen auf jeden Fall nicht, deswegen sind wir jetzt unterwegs zu einer weiteren Attraktion. Jimmy Fallon Race durch New York. Weiß nicht genau, was uns erwartet, wird aber bestimmt geil. Und hier läuft wieder Part von unserem Squad. Wir sind unterwegs, Leute. Also wir sind hier bei Jimmy Fallon, heute bis present. Davor war es mal Conan O'Brien, wo ich nie gecheckt habe, weil der hat irgendwie diese Tonight Show mal übernommen, hat damit voll gefloppt, warum auch immer, hat aber eine eigene Conan O'Brien Show danach seit 20 Jahren irgendwie gehabt. Deswegen verstehe ich das nicht. Davor war es die Johnny Carson Show. Ja, stimmt. Ach, okay, das war mal die Johnny Carson Show, dann Jay Leno, Conan O'Brien war es auch und dann Jimmy Fallon. Okay, got it. So, jetzt habe ich meine Gruppe verloren. Perfekt. Also hier sieht man es nochmal, ne? Steve Allen, glaube ich, Jack weiß ich nicht, Johnny Carson, Jay Leno, Conan O'Brien für ein Jahr und dann Jimmy Fallon. So sieht's aus. Freunde, die Achterbahn war kein Joke. Aber ich sage euch eins, es ist auch kein Joke, über 2 Stunden zu warten. Deswegen, wir haben es nicht gemacht. Wir konnten leider nicht, keine Single Line offen und wir haben einfach keine Lust, jetzt 3 Stunden zu warten. Deswegen chillen wir jetzt noch ein bisschen, gehen wahrscheinlich noch in einen oder anderen Store und gehen dann in eine Sportsbar, essen dann den Burger und ziehen uns ein bisschen Basketball rein. Und beste News des Tages, die Bucks haben gewonnen gegen Detroit, gegen das beste Team der NBA. Haben wir nur 140 Punkte gebraucht, um zu gewinnen. Beste Leben. Der Tag bei Universal geht zu Ende und wir hoffen jetzt genau hier einen Platz zu bekommen in dieser Sportsbar. Das wäre nämlich richtig geil, weil wir extrem viel Hunger haben. Heute eine Menge, College Football, normales Football läuft. Es läuft auch OKC gegen Minnesota, aber ich glaube, das zeigen sie nicht. Sie werden wahrscheinlich Football zeigen und wir hoffen jetzt einfach, dass wir hier einen kleinen Spot bekommen. Ja, Mann, goodbye. Auf jeden Fall schon mal Universal. Nachdem jetzt die Sportsbar da bei Universal schon voll war, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir einfach im Hotel essen, wenn es denn da Plätze gibt. Und dann gucken wir da NFL. Okay, Freunde, der Tag geht zu Ende bei TGI Fridays. Alle haben ihre Burger, alle sind happy und wir gönnen uns jetzt diesen Burger hier. So, wir sind jetzt an der Mall angekommen, Mall of Millennia. Und genauso wie alles bisher in Orlando oder insgesamt Florida, es hat alles so eine mega nice Aufmachung. Also guckt euch das mal an, hier sind einfach so Palmen. Wenn wir ein bisschen weiter gehen, zeige ich euch schnell. So, wenn wir uns das hier angucken, dann sind hier einfach so Wasserfälle. Du hast diesen mega nicen Eingang. Also das ist echt krass. Ich bin mal gespannt, wie es innen aussieht. Wir waren noch nicht innen. Wir schauen uns jetzt mal an. Überall sind die Swifties. Okay, das hier ist der Eingang. Es blastet auf jeden Fall eine Menge Musik. Aber es sieht mega schön aus. Haben sie gut gemacht hier. Boah, wer ist das da hinten? Wer ist das da hinten? Ist das die Reiseleiterin? Ich habe gerade schon dauernd gesucht. Hier haben sie ein bisschen Curry. Ja, was heißt ein bisschen? Also hier haben sie seine ganzen Schuhe. Es gibt so eine Curry X Bruce Lee.
wie sagt man, Collection. Da haben wir hier gerade auch einen geilen Hoodie gesehen eigentlich. Der ist schon nice. Und da gibt es wohl gerade eine Curry Collection damit. Warte mal hier, das gehört auch alles dazu. Ja, okay, das sieht schon ganz... Aisha versteckt sich hinter der Puppe gerade. Da ist sie, Reiseleiterin. Reicht das, oder? Aisha zwingt mich hier gerade zu vloggen im Haus des Hoops. Mir ist es unangenehm, ich vlogge ja nicht oft. Habe jetzt auch in Paris gar nicht gevloggt, aber jetzt sind wir halt in Orlando, Miami, Community Trip, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen mal wieder einen richtigen Vlog. Aber ist das crazy unangenehm. Ich weiß nicht, wie ich Vlogger das mache. Hier kommt eine wilde Jordan-Section, Leute. Eine Menge 12er, eine Menge 11er da oben, viele 3er natürlich. Da hinten haben wir ein paar 7er, ein paar 8er, 5er. Ist hier unten alles voll mit 4er. Nochmal 4er. Das ist krass hier, eine Menge Shit hier, ey. Ey, diese Mall ist die reinste Reizüberflutung, ohne Scheiß. Aber wir sind jetzt im Food Court. Ich habe mir eine Pizza geholt, Vitamin Water. Aber das ist krass, also überall hier blastet Musik. Die Leute sind extrem freundlich, was jetzt nichts Schlechtes ist, ne? Aber ihr kennt ja so den Service in Deutschland, wo man eher ein bisschen in Ruhe gelassen wird. Und die kommen einfach die ganze Zeit und sagen, ey, willst du das? Hast du die Prozente schon? Soll ich dich in den und den Club mit reinbringen? Okay, und hier sind wir jetzt bei House of Hoops. Da ist fast unsere ganze Gruppe gerade. Schau, die Influencer, ey. Immer Videos drin. Video, ey. Die Influencer. So nervig, Mann. Lebt doch mal euer Leben, lebt doch nicht nur durch eine Kamera. Ich fühle halt diese Stores immer mit diesen Vintage-NBA-Jerseys. Warte mal, kriegen wir alle Namen hin. Da oben ist Mutombo, da ist Larry Johnson, Jermaine O'Neal, Vince Carter, Sean Kemp, Mike Bibby, Vince, Carmelo, wer ist das? Achso, John Starks, Dominique, Rodman, Iverson. Oh, Iverson College müsste das sein, das ist Georgetown Iverson. Hardaway, also einmal Tim, einmal Penny. Shaq in L.A., ich liebe dieses Blaue. Robert Horry, Paul Pierce, KG, Chris Bosh, Shaq. Okay, haben wir hinbekommen. Wenn wir das gleiche hier mit den Team-Caps machen würden, wäre ich komplett lost, weil das kann ich alles nicht. Genauso wie hier oben, Football. Überhaupt kein Plan. Außer mein Man Tyreek Hill. Auch wenn sie ausgeschieden sind, aber ich bin bei den Jungen. Aber hier ist crazy. Wir sind jetzt hier gerade in so einen Fandom-Laden reingegangen. Und hier in dieser Reihe sieht man vielleicht die ein oder andere Dragon Ball Figur. Aisha muss sie jetzt erstmal zeigen und dann benennen. Wo sind die Dragon Ball Figuren? Nur in dieser Reihe hier. Ja, ja, ja. Also okay. Die drei da sind Dragon Ball. Die drei sind Dragon Ball, stark. Das ist Dragon Ball. Stark. Dragon Ball. Okay, stark. Und jetzt kannst du sie benennen. Das heißt Vegeta. Das ist Vegeta, bester Mann, stark. Das ist Son Gohan. Das hier ist Son Gohan, sagt sie? Ja. Der hier vorne in blau? Ja, könnte auch Son Goku sein. Das ist natürlich Son Goku. Ja, habe ich als zweites, okay. Das da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist dein Boy Son Gohan, aber komischerweise mit weißen Haaren, was nicht Canon ist. Deswegen hat mich das, weiß nicht, was das hochgeworfen, weil ich dachte, der hat keine weißen Haare. Okay, und wer sind die beiden Boys hier? Das kann ich dir nicht sagen. Der ist auf jeden Fall nicht immer in der Form. Der hat auch eine andere Form, wo der so ein älterer, schmächtiger Mann ist, oder? So. Ja, aber ich weiß nicht, wer es ist. Herr der Schildkröten, Muten Roshi. Okay. Und das hier ist... Weiß nicht. Unser Boy Freezer. Freezer. Ja, ich würde sagen, glatt ist durchgefallen. Glatt ist aber durchgefallen. Aber sie hat es versucht. Ich würde sagen, das ist eine solide 3. Das ist eine solide 3, ja, meinst du? Ja, ich habe die alle zeigen können. Das wäre alles auf so einem Dragon Ball-Kosmos her ist. Schau, wie sie sich jetzt retten können. Und 2 konnte ich benennen. Ja? Ich konnte 2 nennen. Stark. Ja. Wir sind jetzt gerade bei Dick's Sporting Goods, was so ungefähr der geilste Laden ist, wenn ihr irgendeine Sportausrüstung braucht. Und wisst ihr noch, wie wir in Miami Bälle gesucht haben? Ja, wir hätten zu Dick's Sporting Goods gehen müssen. Also hier gibt es wirklich alles. Hier gibt es aber auch Korbanlagen, ne? Also das ist crazy. Die haben hier auch alles für Coaches. Hier haben die so diese Bretter, die du brauchst zum Coachen. Hier oben haben sie ein Netz von der NBA. Also alles, was du dir vorstellen kannst, was du brauchst. Für Basketball coachen, für heiß. Digga, hier sind sogar Mundschutze, hier sind irgendwelche Bandagen, hier ist Tape. Ey,
Das ist voll der geile Laden, Mann. Aber wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, dass wir in einem Laden drin waren und wir gesagt haben, ey, wir würden hier gerne so viel kaufen und wir dann uns aber halt überlegen, ja, aber wir müssen das ja auch irgendwie wieder mitnehmen und wir haben jetzt keinen Platz wirklich in den Koffern. Und, aber das ist, ey, wie feier ist das? Also jetzt scheiß mal auf die Bandagen, aber hier gibt es sogar Mundschutz. Wie funktioniert denn bitte ein Mundschutz, den du gar nicht vorher gecheckt hast? Warte mal, Instafit? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ist krass, Mann. Ist das hier Suspensorium? Ja, wo ist denn da die Übergröße? Spaß. Spaß. Und hier haben wir nochmal eine richtig große Magic-Abteilung. Sucks in Kindergröße. Voll wie in Kindergröße hier erstmal, aber hier ist er wieder. Unser Boy Franzi. Franzi Wagner. Ja, aber nicht die geilste Quali, glaube ich. Ben Caro, Wagner. Franz Wagner. Ja, also das wäre voll mein Laden, Mann. Was geht ab, Freunde? Heute ist Game Day Number 2. Wir sitzen hier heute wieder am Start. Block 115 sind wir heute. Aber auch wieder sehr, sehr close zum Feld und vor allem in der Nähe der Heatbank, was für unsere Heatfans natürlich geil ist. Und wir hoffen, wir beten, wir senden wirklich alles, was wir haben, gerade an positiver Energy, an unseren Boy Franz Wagner, weil der ist questionable für heute, aber Game Time Decision. Letztes Mal war er nur questionable, wurde dann outgeholt. Heute ist er Game Time Decision. Das heißt, wenn er durch sein Warm-Up gegangen ist, was ja immer da stattfindet, hier Warm-Up der Magic, wenn das positiv läuft, wenn er sich gut fühlt, dann spielt der junge Mann heute und wir hoffen und beten, wie gesagt, dass er das tut. Werd schnell gesund, Franz, so oder so. Und ja, Mann, hoffentlich sehen wir dich heute. Okay, wir haben heute Abend also Heat gegen Magic. Jetzt frage ich mal die unbefangenen Fans. Was glaubst du, wer heute gewinnt? Miami gewinnt? Ich glaube die Heat, ja. Die Heat? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube leider auch die Heat, aber ich würde gerne die Magic sehen. Aber du bist mit dem Herz bei den Magic. Genau. Okay, wir hoffen auf jeden Fall, dass Franz heute spielt, ne? Ja. Alles klar, danke Jungs. Okay. Ja, wir sind hier. Jürgen, komm her, spiel dich. Ja. Was? So, yeah, we're doing a contest on the court tonight. It's basically a tic-tac. So yeah, it won't be like jump shots. It'll be a layup. Awesome. Okay, was ist gerade passiert? Wir wurden gerade gefragt, Felix und ich, ob wir auf dem Court Layups gegeneinander machen wollen und dann Tic-Tac-Toe gegeneinander spielen. Und wir haben erst hier die Jungs gefragt und Tim hat uns dann den Assist gegeben und hat gefragt, ob wir es machen wollen. Und schau mal, Tim. Und jetzt warten wir bis zur Halbzeit, da sollen wir in unseren Sitzen bleiben und dann holen die uns wohl, bringen uns da runter und dann dürfen wir es machen im dritten Viertel. Das wäre krass, wenn das klappt. Da ist er! Da ist er! Franzi spielt! Let's go! Unser Boy spielt! Also, das ist der Rekord von beiden Teams. Der Würfel ist so krank. And now, stand and cheer! Your Orlando Magic! And one forward touchdown from Michigan. Einfach ein Heimspiel für die. Und wir in die Eifel. Guck dir.
bisher kein Bucket für Franz. Wir haben schon überlegt, jetzt wird er dieses Viertel noch scoren. Wir sagen beide ja. Aber was wirklich auffällig ist, vielleicht kommt es in dem einen oder anderen Moment auch rüber, das Spiel hier ist ein Heimspiel für die Heat. Also die Energy hier, wenn die Heat scoren, ist ohne Scheiß lauter, als wenn Orlando scoren. Die liegen halt nicht so weit auseinander, ne? Beide sind Florida, aber das ist schon bemerkenswert. Und die Arena ist auch gar nicht so voll, Leute. Das ist auch interessant. Und ich bin lieber irgendwie voller. In for the Magic, number 7, Joe Ingles, and the zero, Anthony Black. Also jetzt ist erstmal ausgewechselt. Ich denke, er wird auch nicht so viele Minuten heute spielen, nachdem er zwei Wochen raus war mit solchen Problemen. Aber da ist jetzt Mo gerade reingekommen. Mal gucken, was der junge Mann macht. Dass sie sich halt über die Linie. Große Sache zwischendurch. Ich kann verstehen, dass für Amerikaner die NBA nicht so was Besonderes ist, weil sie ja oft hier sind. Ne? Das hier ist Next Level. Einfach am Zocken, während hier die NBA läuft. Das ist crazy, Bro. Komm jetzt aber, erstes Spiel los. Yes! Yes! Freunde, wir haben gerade einen Text bekommen. It's Cameron. We'll be coming to grab you for the contest during halftime. Thank you. Okay, ich hab gesagt, wir sind hier. Let's go. Also wir stehen jetzt hier unten, Felix ist hier, ich bin hier und wir warten gerade auf die erste Auszeit. Felix, bist du nervös? Ey, ich bin mega nervös. Wir sind beide krass nervös, wir warten auf die erste Halbzeit und dann geht's los für uns auf den Court. Oh Mann. Ticketmaster gift card. Are contestants ready? All right, wait for the countdown and good luck. On your mark, get set, go. All right, you know how this works. They make a layup, they grab a game piece, they run to center court. All right, we're going corner. I like it. Hustle, hustle. Uh-oh. What's he gonna do? What's he gonna do? Okay, thank you. These are real professional tic-tac-toe players over here. What will he do? What will he do? No! Every time. Let's see. Think, and we have a winner. Congratulations, my friend. You just won a $500 Ticketmaster gift card for being our ticket tic-tac-toe champion tonight. Let's go. Freunde, wir sind durch. Ey, das war geil. Unfassbar. Ey, thank you. Also, wir laufen jetzt wieder zurück in unseren Block. Hier läuft das Spiel. Crazy. Hey, das hat wirklich geklappt. Das ist crazy. Ich bin komplett gas, ich bin so außer Atem. Das war anstrengend. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat, aber für uns war es unglaublich viel Spaß. Ich glaube, es war super knapp, ne? Felix hatte, glaube ich, auch fast drei. Aber es war brutal, wirklich. Aber geil.
Hey, Mo spielt gerade so gut. Ist richtig viel an der Linie hier für die Magic. Komm, mach den. Yes! Guter Mann, dieser Mann. Hier läuft NBA Basketball live, aber Football ist Leben. Ding ist im Moment ein 20 Punkte Blowout. Shoutout an die Magic. Die spielen unglaublich geile Defense. Und die Heat haben einfach keine Antwort in der Offensive. Die wissen einfach nicht, was sie machen sollen. Wir waren erfolgreich. Aisha hat ein T-Shirt gefangen. Yes. Maschine. Maschine. I'm guessing yet is a slow out. Go Magic! Let's go Magic! Also Freunde, wir haben es gecallt. Sehr starkes Game von den Magic. Die Heat sind nur noch mit ihrer dritten Einheit auf dem Feld, genauso wie die Magic. Franzi und Mo haben gut gespielt. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier heute in der Halle waren, weil hier ist eine Menge Gutes passiert. Unter anderem T-Shirt-Catch, aber auch selber auf dem Feld gestanden zu haben mit Felix. Sehr, 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 sehr geile Situation. Und ja, man, jetzt ist das Ding officially over. Und alle Magic-Fans, die noch geblieben sind, die Ehrenmänner, die absoluten Ehrenmänner, die jetzt noch da sind. Shoutout an alle. War ein geiles Game. Und vor allem an die Jungs da unten. Das sind unsere Jungs. Und da unten, Jesse und Felix. Let's go! Final score, your Magic, 105. Felix war heute doppelt lucky, weil er hat auch noch ein T-Shirt sich organisiert. Zeig mal. Oder was ist das? Ist schon ein T-Shirt, oder? Orlando Magic. Hey, ist ganz nice eigentlich. Ist ganz nice. Und? Aisha ist auch noch gefangen. Stabil. Tag-Team-Modus. So sind wir jetzt am Ende natürlich wieder zum Essen hingegangen. Fridays. Bester Laden. Da haben bei TG Fridays aus. Erstmal noch ein bisschen gucken. Es ist der nächste Morgen und wir haben heute Travel Day, denn es geht für uns nach Miami. Yes, sir. 28 Grad warten da auf uns, aber vorher müssen wir einmal hier packen und mein Koffer ist eine Katastrophe, aber wir kriegen das hoffentlich hin und dann geht's mit dem Shuttle zum Bahnhof und dann vom Bahnhof mit dem Zug 3 Stunden nach Miami. Habe ich richtig Bock drauf, weil bei so Zugfahren im Ausland bin ich ein bisschen Sheldon Cooper mäßig. Ich feiere das übertrieben. Ich mag diese Zug-Experience einfach total, wenn man richtig lange durchs Ausland fährt, sei es in Italien, sei es jetzt hier in den USA, und da freue ich mich extrem drauf. Aber erstmal müssen wir diesen Saustall hier sauber machen und damit meine ich meinen Saustall, weil die Wifi hat natürlich schon alles gepackt und clean. Keiner mag Angeber Eichen. Abreisetag. Jetzt laden wir ein für die Fahrt. So, Eichen bezahlt den guten Mann jetzt noch. Und dann geht's für uns heute nach Miami. Über. Jetzt steht es natürlich nicht da. So, jetzt. Brightline Trains. Wir haben es gerade gesagt, dieser Bahnhof hier ist so unnötig edel einfach. Schaut euch das mal an. Jetzt kommen wir hier hoch. Alles richtig schön gemacht. Erinnert ihr euch noch an den Bahnhof in Milwaukee? Als wir da beim Community Trip waren, das war mal ein ganz anderes Level. Aber das hier ist ja wunderschön, Mann. Wirklich, gefällt mir mega gut. Okay, hier ist unser Zug. Für uns geht es jetzt nach Miami, wo endlich die Sonne scheinen wird. Sonne hat hier auch geschienen, aber da wird es vor allem um die 30 Grad, wo wir uns sehr drauf freuen. Und hier sind wir, Wagen Nummer 4, direkt hinter Felix Kopf. So, hier. Wagen Nummer 4, let's go. Dieser Zug hier ist so ein Luxuszug. Schaut euch mal die Toilette an. Schau mal, wie riesig diese Kabine ist. Ich kann hier drin Basketball spielen, wenn ich will. Ich kann die Layup-Challenge von gestern, das TikTok-Ding, kann ich nachmachen hier drin. Das ist verrückt, wie riesig das ist. Yes, sir, wir sind in Miami angekommen. Und auch hier ist der Bahnhof todesclean. Also wirklich wunderschön. Cleaner als meine Air Force auf jeden Fall. Wir sind angekommen in unserem neuen Zimmer. Das hier ist es. Sieht sehr nice aus und guckt euch mal die View an. Wir haben sogar ein bisschen mehr Blick. Und da läuft gerade ein Kreuzfahrtschiff aus. Was ganz geil ist, wir sind hier direkt
am Ocean Drive. Also quasi einfach, wenn ihr hier die Straße vorlauft, einfach hier hinter ist der Ocean Drive. Ein Block dahinter ist irgendwie der Strand. Also perfekte Lage. Ja, ist okay, warte, ich zeige euch noch schnell das Bad. Das ist eigentlich auch sehr schön, glaube ich. Vorhin nur einmal kurz reingeschaut. Ich finde es geil. Also für USA-Verhältnisse ist es überragend. Gefällt mir sehr gut. Riesendusche, alles mit dabei. Was geht ab, Freunde? Willkommen zum Game Day in Miami. Wir haben heute die Heat gegen die Grizzlies. Erstes Game von Terry Rozier. Wird hoffentlich sehr, sehr geil. Yes, sir. Erstmal mit der Gruppe in Store. Schauen, was der Team Store so für uns in Store hat, lol. Ja, hier sind 100 Leute. Okay, so sieht's aus hier im Team Store, Freunde. Männer sind links, da sehen wir uns. Right. Boah. Also für Heat-Fans, für Heat-Culture-Fans, glaube ich, gibt es hier eine Menge. Und die haben hier natürlich Jimmy, Hero, Adebayo, aber zum Beispiel auch Harkless Jr., was sehr, sehr geil ist. Hier haben sie auch noch Hero, bald haben sie auch noch Terry Rozier. Der ist jetzt natürlich noch nicht hier am Start. Nee, das hier ist D-Wade natürlich. Ich glaube, viele von euch feiern immer dieses Heat-Jersey hier. Ist auch nice, muss ich sagen. Erste Mal in der Heat-Arena. So sieht's aus, Freunde. Heat-Culture. Ist schon nice. Check die Banner. Yes, sir. Yes, sir. Und hier die retireden Jerseys. Der Boy hat Pizza, der Boy hat seine Wifi, der Boy hat Heat Culture. Was will man mehr, Broski? And number 22, Jimmy Butler. Das Ding heute locker mit 20, aber das Entscheidende ist, Freunde, Terry Rozier wird gleich eingewechselt. Number 2, Terry Rozier! Gerade keinen guten Job, ey. Ich kann euch beim Grizzlies Roster irgendwie drei Leute nennen und trotzdem schaffen es die Heat nicht, die jetzt aus der Halle zu ballern. Ich bin die ganze Zeit dabei, dass die Heat das Ding hier mit 20 gewinnen, aber bisher sieht es nicht danach aus. And in the first half, the score.
bin jetzt gerade mal rausgegangen, weil ich auf Toilette musste und habe dann gesehen, dass es hier so einen Balkon gibt. Guckt euch mal die View an. Das ist schon crazy. Also, ich weiß, Miami hat auch oft einen Bad Rap. Miami wird oft sehr oberflächlich betitelt und zu Recht auch. Du siehst es hier überall. Es ist auch eine wahrscheinlich relativ oberflächliche Stadt. Aber man muss sagen, dass sie auch einfach unglaublich schön ist, ganz ehrlich. Und es ist halt super warm. Schau mal, Alter, wir stehen hier in Shorts, es ist fucking Januar. Und das ist schon die härtesten Winter, die haben, ist, dass irgendwie mal 15, 20 Grad ist. Ey, das ist schon ein Blessing, Mann. Das ist wirklich ein Blessing. Und ich bin froh, gerade hier zu sein. Und guck mir die zweite Halbzeit an von Heat Grizzlies. Und die Heat schaffen es bitte besser, dieses Team wegzuhauen, weil ich verstehe das einfach nicht, Alter. Du bist down gegen die Grizzlies. Die freaking Grizzlies. Das ist die Heat-Culture. Alle gehen. Alle gehen. Final score. The Grizzlies are 105. The Heat is 60. Und so sieht es dann nach dem Heat-Game aus, Freunde. Die Fans strömen nach Hause. Ein paar Richtung South Beach, ein paar andere nach Mitte. Die Lambos heulen auf. Wir haben einfach ja, good vibes, auch wenn es ein L war. Und wir hoffen jetzt mal, dass es morgen dann zum W gegen die Celtics kommt. Ihr habt schon gesehen, ich habe bisher so ein bisschen gechillt mit dem Vlog hier in Miami. Ich habe nicht besonders viel gevloggt. Es liegt einfach auch daran, dass ich der Gruppe auch nicht die ganze Zeit irgendwie eine Kamera immer ins Gesicht halten will, weil das ist ja einfach die Community-Reise von uns allen. Wir sollen alle Spaß haben und da muss ich nicht jede Sekunde alles vloggen. Und es hat auch wirklich gut getan, jetzt einfach ein, zwei Tage die Kamera so ein bisschen ruhen zu lassen. Natürlich habe ich trotzdem immer mal wieder das ein oder andere gefilmt. Vielleicht habt ihr davon gerade auch ein paar Einblicke hier gesehen. Und jetzt, Freunde, geht der Tag zu Ende und morgen dann das geilste Spiel überhaupt, Heat gegen Celtics. Da freuen wir uns alle drauf. Wir hoffen auf eine geile Rivalität, auf ein geiles Game. Und dann nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Wenn ihr mal frühstücken wollt in Miami, dann geht hierher, La Sandwicherie. Die haben crazy gute Milkshakes und Baguettes. Und eben diese Sandwiches. Mega geiler Laden, super freundliches Personal. Kann man auf jeden Fall empfehlen, La Sandwicherie. Alright, Freunde, es ist der nächste Game Day. Und ehrlich gesagt, leider schon der letzte Game Day. Wir sitzen heute hier so ein bisschen im Celtics-Block. Unsere Gruppe haben wir natürlich wieder im Center Court untergebracht. Aber wir sind jetzt heute hier. Und das ist eigentlich ganz interessant, mal für uns so bei den Auswärtsfans quasi zu sitzen. Eine Menge Celtics-Jerseys. Und jetzt gerade auf dem Feld seht ihr vielleicht Derek White, Drew Holiday, wärmen sich auf. Der beste defensive Backcourt der NBA. Und die werden es Tyler Hero, Jimmy Butler, danke Robinson, Terry Rozier, yes, der neue Miami Heat Spieler. Ich glaube, der wird es denen oder die werden es denen ziemlich schwer machen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ehrlich gesagt, so wie die Heat bisher gespielt haben, seit wir sie gesehen haben, werden die heute mit 20 weggeklatscht. Ich weiß, ich habe das schon umgekehrt gesagt über das Memphis-Matchup. Ich dachte eigentlich, die Heat hauen Memphis weg, aber dass sie jetzt selbst da gegen die dritte Mannschaft von den Grizzlies so schlecht waren und am Ende sogar verloren haben, ich glaube nicht dran. Ich glaube, die Heat werden heute aus der eigenen Nadel ziemlich weggeballert. Da drüben ist unsere Gruppe, Freunde. Die ziehen sich das Game heute auch wieder schön auf den Center Court rein, so wie es sein soll. Okay, also ich glaube, wir könnten echt nicht mehr im Boston-Block sitzen. Also hier ist wirklich alles Boston gerade. Das ist richtig geil. Yes, und wir haben gute News. Unser Boy Kristaps Porzingis wird heute auch spielen. War nicht klar, ob er spielen würde, aber ist fit für heute. Derek White, Drew Holiday, heftigster Backcourt in der NBA. Celtics sind da. Da ist unser Boy Jason Tatum. Da ist unser Boy Jalen Brown. Alter, die Celtics-Fans rasieren hier gerade. Backcourt der NBA. Und die Kandidaten. Okay.
Punkte einfach. Das war's mit den Celtics gegen die Heat Game. Ich habe gerade ein bisschen überlegt, gegen wen es eigentlich war, weil Miami, so wie man die kennt, war das nicht. Aber am Ende 33 Punkte. Das war eine Sorry-Ass-Performance von den Heat. Und sie können so viel besser spielen. Wir wissen das aus den Playoffs. Ich weiß es ganz besonders aus dem letzten Jahr. Aber I don't know, Alter. Das ist... Das Heat-Team hat einfach ganz, ganz wenig offensive Waffen, vor allem wenn ein Jimmy Butler extrem coastet. Aber er ist ja stark genug, auf Superstar-Level zu spielen. Deswegen ist es so merkwürdig, wie die in der Regular Season chillen. Aber ey, der Sieg heute gehört Boston. Boston hat auf jeden Fall diese Arena übernommen, fand ich ziemlich witzig. Aber ich will Miami trotzdem niemals in den Playoff-Battle sehen, weil sie einfach nochmal ganz, ganz anders spielen können. Aber das war es jetzt auf jeden Fall hier erstmal vom letzten Game Day. Was sehr schade ist, sehr, sehr geiler Trip hier so langsam zu Ende. Ein, zwei Eindrücke haben wir wahrscheinlich noch. Aber ja, Mann, ey, wieder viele geile Spiele. Es ist immer nice, live bei der NBA dabei zu sein. Und vor allem das hier war einfach so die perfekte Krönung von dem Trip. Also hat sich das jetzt noch gelohnt? Ich würde sagen ja. Auch wenn wir genau eine Stunde gewartet haben und es sich natürlich schon ein bisschen gezogen hat. Es ist immer cool, die Spieler so up close und live zu sehen. Und es war jetzt auch eine Menge Liebe hier für die Celtics. Die ganze Gruppe ist geblieben. Und ja, Mann, ey, was soll ich euch sagen? Also das hier ist auf jeden Fall unser absolut favorite NBA-Spot. Ich muss sagen, ja, Milwaukee, super nice. Geile Culture auch dort vor Ort. Aber irgendwie nichts schlägt Miami. Es ist Januar, wir stehen hier in T-Shirt und Shorts. Es ist einfach Killer, ganz ehrlich. Den Hoodie habe ich nicht dabei wegen dem Wetter. Den Hoodie habe ich dabei, weil die Klimaanlage so krass ist in der Halle, dass du wirklich einen Hoodie brauchst. Gestern haben wir uns vor Saale erkältet, aber ey, das ist eine andere Story. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir mit dem Bus zurück nach South Beach fahren. Weil normalerweise würden wir jetzt auch wieder Uber nehmen, aber es ist schon so spät. Und der Bus müsste jetzt eigentlich total entspannt und leer sein. Deswegen fahren wir jetzt auf jeden Fall einmal mit dem Bus nach Hause. Und ja, Mann, ey, das hier war's. Heat Culture, Shoutout, waren sehr, sehr geile Spiele hier.